kommt halt dieser ganze Geschichtsablauf, also... Wir wollen ja nicht zu viel verraten. Ja, wir wollen ja nicht zu viel verraten. Ja, das Stück ist Wolfgang Amadeus Mozarts erste Oper. Es ist 1767 komponiert worden. Damals war der Komponist 11 Jahre alt. Das Stück handelt von Apollo, der von den Protagonisten Hyazinth, Melia und Überlus und Zephyr zu einem Gott erhoben wird. Er wird angebeten. Es geht um Freundschaft zwischen Apollo, Hyazinth und Melia. Es geht auch um Eifersucht, denn Zephyr ist eifersüchtig auf Apollo, der sich in zwischen die Freunde drängt. Und es kommt letztendlich auch zu einem tödlichen Unfall, der Apollo zum Verhängnis wird. Wir haben uns auch lange Gedanken darum gemacht, wie man so ein Stück heute auf die Bühne kriegt, natürlich auch für Kinder es zu erzählen, weil auch der Regisseur gesagt hat, er möchte keine Geschichte erzählen, wo ein Gott unkommentiert gehuldigt wird, sondern er hat die Geschichte mit einer Rahmenhandlung versehen. Apollo ist im Prinzip ein ganz normaler Junge, der in unserer Geschichte gemobbt wird, der ein Außenseiter ist und in seine Traumwelt hineingeht, in einer Traumwelt, wo er von den anderen, die ihn in der Realität mobben, zum Gott erhoben wird und die unbedingt mit ihm befreundet sein wollen. Das ist für uns ein ganz spannender Prozess, weil auch jeder das mal irgendwie kennen, dass er mal nicht gerade zu der coolen Gang oder zu der coolen Gruppe dazugehört. Von daher ist das auch für uns ein ganz aktuelles Thema. Ja, 10 ist